Salut, hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute haben wir für euch einen Pilzsalat vorbereitet. Das haben wir die schönen braunen Champignons. Die sind schon mal abgetupft mit einem Tuch, schön, ne? Dann rote Zwiebeln, Knoblauch, Thymian, Rosmarin, Salbei, Kürbiskerne aus Österreich, ja, Salz, Pfeffer, Balsamico, Essig und ein bisschen Öl. Zuerst haben wir die Zwiebeln. Ganz normalen Würfel schneiden. Na, rutscht mir das ein bisschen weg hier. Messer mit den Schärfen. Ah, das sieht schon besser aus, ne? So, dann schöne Zwiebelwürfelchen. Knoblauch bereiten wir schon mal vor. Drücken mal wieder. So. Pflanzenöl in den Wok, den haben wir schon vorgeheizt. Zwiebeln. Unsere Champignon. Nicht zu fein. Wer jetzt gerne weiche Zwiebeln mag, der brät zuerst die Zwiebeln an. Aber da es ein Salat ist, mag ich die gerne noch ein bisschen knackig drin. Deswegen kommen die bei mir erst hinterher rein. So, schön in der Pfanne verteilen, die Champignons. Ganz frische Ware, das seht ihr hier, ne? Super aus. Ganz fest auch noch. Ganz wichtig bei Pilzen. Rosmarin mit rein. Thymian. So, zwei. Das ist ein Salbeifettchen. Angebraten schön. Noch ruhig noch ein bisschen Fett. Wir geben jetzt Olivenöl da rein. Für den Geschmack. Pfeffern das Ganze schon mal. Noch nicht salzen, weil salzen, dann zieht es gleich Wasser, dann fängt es gleich an zu kochen. Das wollen wir nicht. Ihr geht am besten nicht mit den Händen in die Falle rein. Ihr macht das nicht. Vor ein paar Jahren als Koch, dann hat man da eh keine richtigen Nerven mehr. Merkt man da gar nicht. So, jetzt gebe ich die Zwiebeln hinzu, Knoblauch, salzen wir das Ganze. Dann kommt ein Tropfen Balsamico. Man könnte jetzt noch mit ein bisschen Zucker arbeiten oder Honig, wer das mag. Machen wir diesmal nicht. Ist immer alles so süß. Ja. Geben wir den vom Feuer. Setzen eine zweite Pfanne auf. Um einfach die Kürbiskerne etwas anzurösten. Salat schon an. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt ihn jetzt auch ruhig warm oder warm servieren. Schmeckt sehr gut. Oder in den Kühlschrank einfach packen und durchgekühlt servieren. Eignet sich natürlich auch wunderbar als Tapper. Wer gerne die spanische Richtung mag. Ich richte die Kräuter mit an.
geht einfach noch weiter durch. Deswegen kann man die alle mit essen. Könnt ihr auch mal zünden, ja. So, und Thymianruhe bis nach oben packen, wenn ihr wollt. So. Trocken rösten, leicht anrösten, etwas salzen. Geht ganz schnell, müsst ihr aufpassen. Ich darf nicht zu viel Farbe nehmen, so leicht Farbe nehmen. Im Prinzip damit die ätherischen Öle, die da drin sind, einfach warm werden. Fängt das so leicht an zu rösten. Wenn die schwarz werden, schmeckt die furchtbar. Aber so leicht angeröstet, das ist wunderbar. Runter. Müssen wir gerade einen Löffel holen. Drüber. So, das reicht auch schon. Nehmen wir vielleicht noch ein schönes Thymianblatt zur Garnitur. Salbei habe ich nicht. Thymian würde auch gehen. Wenn ich jetzt einen blühenden Thymianstrauch hätte, wäre das natürlich sehr schön. Nehmen wir so ein Salbeiblättchen. So, ganz einfaches Gericht. Sehr lecker. Schnell gekocht. Guten Appetit. Wünsche euch euer Bierkoch.